Herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz am 16. Spieltag der Oberliga Süd nach dem Spiel der Eisbären Regensburg gegen die Memmingen Indians vor 1822 Zuschauern entstand 7:1 für die Eisbären Regensburg. Ich begrüße beide Coaches, Gästecoach Waldemar Dietrich, herzlich willkommen, unser Coach Peppi Heiß, servus. Ja, erste Frage geht immer an unseren Gästecoach Dietrich, mit dem dezimierten Kader 7:1 fallen die Worte schwer wahrscheinlich, aber bitte trotzdem vielleicht ein kurzes Statement. Ja, wir spielen jetzt seit 2 Wochen mit der kleinen Kader. Es sind noch Kranke und Verletzte dazugekommen. Kommt die Woche kaum trainieren. Haben wir nach und nach Spieler sich wieder gesund oder halt ansatzbereit gemeldet. Heute war uns klar, das wird brutal schwer. Erste Drittel waren wir läuferisch ganz schwach. Zweite Drittel haben wir ein paar gute Chancen gehabt am Schluss. Regensburg verdient gewonnen, deutlich bessere Mannschaft. Müssen wir uns jetzt für Sonntag konzentrieren gegen direkte Konkurrenten Lindau. Leider kommen keine Spieler dazu, müssen wir mit dem Kader weiterspielen, bestmöglichst raus am Sonntag machen. Gratulation an Regensburg. Vielen Dank. Peppi, deine Worte bitte. Ja, bei uns waren natürlich, wir waren Favoriten, ist klar, aber unser Kader ist auch dezimiert, wir haben auch immer wieder Kranke und Verletzte. Und ja, wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird, wir müssen das Tempo hochhalten, wir müssen Druck machen, wir müssen versuchen, in der gegnerischen Zone, in der Offensivzone zu spielen. Das haben wir ganz gut gemacht, ich sage jetzt mal 2,5 Drittel, im zweiten Drittel am Anfang nicht so, da haben wir gemeint, wir müssen weniger Schlittschuh laufen. Da hat man gleich gesehen, dass der Gegner Qualität hat im läuferischen Bereich, dass der Gegner Qualität hat im technischen Bereich. Und hat uns dann wirklich Probleme gemacht und nachdem wir da das Tempo wieder angezogen haben, ist es wieder besser geworden. Und ja, mich freut es, dass der Jakob, unser Torwart, heute sehr gut gespielt hat. Der hat uns in bestimmten Situationen auch in dem Spiel, was heißt gehalten, aber der hat seinen Job richtig gut gemacht, das freut mich. Und allgemein, dass halt die jungen Spieler wirklich so gut gekämpft haben, so gut die taktischen Vorgaben umgesetzt haben und ja, auch ein Tor gemacht haben. Das ist für mich als Trainer dann schön. Wir bereiten uns jetzt natürlich auch auf Sonntag vor. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir haben heute dann noch Sperre von einem Spieler dazu gekriegt, von Benjamin. Mir fehlen am Sonntag 5 Stammspieler, ein ganzer Block von guten Spielern. Und wir können leider keine nachholen aus der DNL, weil die haben auch 2 schwere Spiele am Wochenende. Und ein junger Spieler ist auch noch angeschlagen. Ich hoffe, dass nicht nur ein Kranker dazukommt, sonst geht es mir ähnlich wie jetzt unserem heutigen Gegner Memmingen. Aber müssen wir uns durchbeißen, das ist einfach so. Und können wir dann auch wieder Zeiten, wo es besser wird. Vielen Dank, Peppi. Klaas und Huber von dem Set. Peppi, du hast gesagt, es fehlen 5. Dann ist der Thomas Schulder für Sonntag auch kein Thema. Ja, der hat Fieber gehabt, Schüttelfrost, schlecht benannt, Durchfall, alles. Und das hilft nichts, wenn er sich vielleicht am Sonntag besser fühlt. Der kann die Leistung nicht bringen. Und danach ist er unkonzentriert und macht vielleicht irgendwie einen Fehler oder wird verletzt. Das ist nicht zu verantworten. Dann lasse ich den richtig erholen und soll am Dienstag wieder, wenn er gesund ist, kommen zum Training. Also ärgerlich ist natürlich eine Sperre. Wie hast du den Kniecheck gesehen? Ja, zum einen war es kein Kniecheck, sondern er wollte mit dem Oberkörper checken, ist noch ausgewichen. Wenn er ihm, und sie sind dann zusammengekommen, wenn er ihm mal 2 Minuten straffliche Beinstellen gibt, ist das in Ordnung. Der Spieler war nicht verletzt, hat gar nichts gehabt. Wenn wir das vergleichen mit dem Foul, mit dem Kniecheck, der hier war gegen Lukas Heger. Und das waren ganz andere Dimensionen. Der Lukas, der fehlt uns heute immer noch und der Spieler hat die gleiche Strafe gekriegt. Also da ist kein. Ja, ich sage nichts dazu. Am Anfang hat man so den Eindruck ein bisschen gehabt, Selbstbewusstsein wäre ein bisschen angeschlagen bis zum 1-0. Richtig? Nein, das ist euer Eindruck. Das Problem ist das, wir müssen erst gegen so einen Gegner in unser Spiel finden. Wir wollen gar nicht schnell in Gegentore kriegen, wir wollen nicht in den Rückstand geraten. Wir müssen erst uns da finden und wie gesagt, uns fehlen einige Spieler. Und da sind dann Formationen ein bisschen verändert, nicht bei allen, aber in der Verteidigung war es halt wieder so, in der dritten Reihe war es wieder so. Die wollen alle einen guten Job machen und ja, gerade zu Hause ist es natürlich für uns nicht leicht, weil alle erwarten, dass wir hoch gewinnen. Und die Spieler wissen aber, dass von meiner Seite her
die Forderung kommt, dass sie eben richtig spielen. Da geht es jetzt nicht um gleich hoch gewinnen, sondern die sollen das, was man vorgibt, was man über die Woche trainiert, das sollen sie aufs Eis bringen. Und wenn sie das richtig machen, dann kommt ein gutes Ergebnis raus. Aber das heißt nicht, dass wir von Anfang an mit offenem Visier dann nach vorne stürmen und dann kriegen wir hinten die Tore. Und das wissen sie und das setzen sie aber um. Ihr habt natürlich auch gute Trümpfe immer dabei. Arnold aus Bosas trifft wie nach Belieben, scheint es fast, wenn man das heutige Spiel sieht. Ich meine, das ist schon ein Trumpf, der ja, wichtig ist, der einem immer gut tut, wenn man so jemanden in seinen Reihen hat, oder? Na gut, wir waren dann heute in vielen Bereichen läuferisch überlegen. Dann hat der Joske natürlich, der Nikolai hat den hervorragend immer freigespielt. Und der Bosa Sanaldas, der hat natürlich einen guten Schuss und den hat er heute genützt ab und zu, weil er nochmal ein bisschen zocken. Heute hat er geschossen und deswegen hat er die Tore gemacht. Du hast einen kurzen Ausblick auf Landshut schon gegeben. Ist ja auch lustig im Spielplan, das dritte Mal schon Landshut. Deggendorf wartet immer noch, das ist der erste Vergleich, also kann man vielleicht mal wieder daran erinnern. Landshut ist auch in eurer Region zu Hause und von daher vielleicht auch ein bisschen ein wichtigeres Spiel, oder? Ein bisschen wichtigere drei Punkte als sonst. Es sind alle Punkte wichtig. Also wir haben bis jetzt keinen Gegner aus dem unteren Bereich, wenn man auf die Tabelle schaut, verloren. Gegen die Gegner, die über uns stehen, da haben wir auch schon Punkte verloren, aber auch Punkte gemacht. Und ja, es wird halt jetzt schwierig, weil uns gute Spieler fehlen. Und schauen wir mal, wie das am Sonntag läuft, müssen wir uns was einfallen lassen. Wir können natürlich nicht offensiv spielen, nicht so spielen, wie wir in dem ersten Spiel in Landshut gespielt haben. Das geht nicht, weil wir nicht die Qualität haben und die Quantität jetzt. Also müssen wir da anders spielen. Ich weiß nicht, wie Landshut aufgestellt ist. Die haben auch Kranke und Verletzte gehabt, ob die wieder zurückkommen sind. Bei mir sind sie eben nicht da. Und werde ich dann sehen, wenn wir am Sonntag auf dem Eis stehen. Philipp Vogel war einmal kurz runter vom Eis, war aber nicht so schlimm, oder? War wieder da dann? Nein, da müssen wir auch riesen Respekt und einen Hut ziehen. Der hat einen Puck ins Gesicht gekriegt und Lippe innen, ist er genäht worden mit 9 Stichen und ist wieder zurückgekommen. Morgen muss er noch zum Röntgen und ich hoffe, dass da nicht noch was kaputt ist, aber auf jeden Fall Hut ab, dass der Bursche wieder zurückgekommen ist und hat mit Gitter gespielt und hat uns geholfen. Und der Jakub Felsoci ist dann eine Option als dritter Mann für Kronawitter für Sonntag auch, oder schaust du das erst noch an? Nein, der ist schnell, der hat einen Zug zum Tor und ja, ist ein junger Spieler, hat letztes Jahr noch Nachwuchs gespielt, aber er muss einspringen, ich traue es ihm zu. Er ist körperlich ja so, eigentlich ja fit und gesund und deswegen muss er das machen. Vielen Dank, Lasso Truba. Wenn es keine weiteren Fragen gibt. Endergebnisse aus anderen Stadien. Waldkraiburg unterliegt Peiting 2-7. Sonthofen schlägt Zelb 4-1. Weiden verliert gegen Deggendorf 2-5. Rosenheim schlägt Landshut nach Penalty 3-2. Und Lindau schlägt Miesbach mit 8-5. Ich will heute mal wieder besonders mich bedanken in der Fankurve. Der Support war meines Erachtens nach hervorragend heute wieder. Vielen Dank, Jungs. Weiter so. Von der ersten Minute an. Respekt. Dann gilt es noch Dank zu sagen an die Metzgerei Krein für die Bewirtung unserer Sponsoren. Nochmals der Hinweis auf die Bachelorarbeit von Yannick Bayer. Bitte unterstützt ihn. In Facebook und auf unserer Homepage könnt ihr ihn dort anlinken und in der Umfrage mitmachen. Und wir haben einen Christkindlmarkt zusammen mit den Regensburg Legionären am 9.12. ab 15 Uhr in der Armin-Wolf-Arena. Soweit dazu. Nächstes Heimspiel kommenden Freitag gegen Waldkraiburg, diesen Sonntag in Landshut. Ich hoffe, wir sehen uns alle, unseren Gästen eine gute Heimreise und Genesung an alle verletzten Spieler, dass der Kader wieder stimmt. Pepe und ich genauso. Vielen Dank und bis nächsten Freitag. Tschüss.